So, hallo Leute und herzlich willkommen zurück bei GTA 5. Okay, das war eben irgendwie strange, aber egal, jetzt haben wir es wieder. Und Lester ruft uns schon die ganze Zeit an, deswegen gehen wir mal dran. Hey Lester. Mike, hey, I'm transferring your cut of the jewel store take to your account. Madrazo's already got the house money, so you can rest easy there. Ah, thank God for that. Okay. Haben wir ein bisschen Geld bekommen und ja, in der letzten Folge musste ich ja dann beenden, weil meine Batterien vom Controller leer waren. Deswegen hat er jetzt das leider nicht gespeichert, aber jetzt haben wir das ja nochmal. Und jetzt fahren wir einfach nochmal zu Davy und müssen nochmal den Job wiederholen, wo wir ins FRB einbrechen müssen. Und ich muss die Musik ausmachen. Beziehungsweise, Moment. Ich muss auch ein bisschen was erklären und so, deswegen mache ich jetzt einfach mal die Musik ein bisschen leiser. Und machen wir mal unser Pop-FM. So. Also was ich erklären muss, ich konnte in den letzten Tagen keine Videos machen, wie wahrscheinlich aufgefallen sein soll. Das hat ein bisschen geschliffen und so. Es sind zwar immer noch Videos gekommen, aber sehr unregelmäßig. Soll sich alles ändern? Ich bin momentan am Umziehen, das ist der Grund dafür. Ich ziehe ja momentan nach Karlsruhe, weil ich ja einen neuen Job bekommen habe bei Nitrado und so. Und ja, das ist momentan alles ein bisschen stressig, aber ich krieg das schon hin irgendwie und ich will auf jeden Fall hier weitermachen. Ich will das nicht abbrechen oder sowas. Das habe ich ja schon mal gesagt. Wir müssen gerade mal gucken, wo hier. Hier müssen wir hin. Ich will das auf keinen Fall abbrechen oder sowas. Das habe ich ja schon mal gesagt. Wo fahren wir denn lang? Okay. Ein neuer Kontoauszug liegt für Sie bereit. Mace Bank. Okay. Ja, wie gesagt, also das geht alles weiter. Es kommt eventuell ein bisschen schleppender, aber ja. Das soll uns ja nicht stören. Ne? So, fahren wir hier jetzt direkt hoch. Jo, machen wir. Alter. Holy shit. Alter, der Michael hat's aber auch drauf, ne? So. Das Auto muss ich auch nochmal ein bisschen tunen. Das ist mir auch ein bisschen zu langsam eigentlich, muss ich ja mal sagen. Schnauze. Naja, da müssen wir nochmal gucken, dass wir hier nochmal ein bisschen was dranhauen. Schauen wir mal. Und ich muss hier durch. Ja, das ist schon teuer, du. So. Hier lang, hier lang, hier lang, hier lang. Okay. Und durch die Mitte. Und jetzt, letztes Mal sind wir hoch, hier hochgefahren. Das machen wir jetzt auch einfach. YOLO. Machen wir einfach direkt einen Berg hoch. So. Und dann sind wir auch schon da. Hui. Eingeparkt. Super. Sehr schön. Okay. Und wo ist denn der Typ? Ach, da müssen wir hier rum, ne? Warte mal hier hoch. Hi there. Ach, hier müssen wir lang, genau. Ja, dann hören wir uns die ganze Kacke doch nochmal an. Davy. How you doing? About as good as can be expected. But the news is not good. I don't know what you're talking about. I know you did that fucking jewelry job. Davy, seriously, you're imagining things. Fuck you. All right. I did it. Arrest me. You know what? You'll be saving my life. Because you called it, motherfucker. What? You called it. Trevor. A couple days ago. But we haven't really talked about anything either. But if, no, when he starts asking questions about why you're not feeding worms south of the Canadian border. Oh, we got problems. Yeah, no shit. We're in it. Together. So, if your problems are my problems, then I guess that means that my problems are sort of your problems. Nope. What if I lose my job? Someone comes into my office, starts reading my files. They'll see the things I did. I know a lot of stuff. I can cop a plea, get 5 years, but you... Fuck you, you ungrateful prick. I made your career. Well, then we better go about saving it together, because you and I both know we can't let it go to shit now. What do you need?
This guy, Ferdinand Karamov. The agency claims he's dead. We at the Bureau think they're full of crap. We think he's being debriefed someplace. So? Apparently, he has information which will put me and my superiors out of circulation. Those agency fuckers have got the coroner's office locked down. We need you to verify the body. So how the hell am I gonna get in here? Well, you've played dead before, haven't you? What the fuck? I have always kind of liked you. Call me when you wake up. I'll tell you what to do. Das war gerade übrigens der Controller. Ich hab den hier hingelegt und geht er übelst ab. So. Und jetzt wachen wir in der Agency auf. John Doe, white male, overweight, in his late 40s. Muss das mal ein bisschen lauter machen gerade, ganz Kevin. The fat deposits on his hips and abdomen suggest a fondness for bleeder burgers. Moment. Probably about to find one in his gut, still in its wrapper. Right next to the bottle of scotch and pack of redwoods. See the broken capillaries around the nose? Alcoholic. I wouldn't take any bets on the state of the liver. We still think 40s? Takes a toll. He's an advert for clean living. Note the discoloration of the teeth. And the fingers. Smoker. Pack a day, I'd say. Probably cigars, too. I was going like there was no tomorrow. Yeah, he's got that right. Some people think they're immortal. Till you get chest pains pumping away at your mistress. Lucky girl having this thing on top of her, huh? She was probably relieved when he bought it. Awkward conversation with the spouse. Might have got some hush money. It's a win-win. Only losers are the chumps who've got to cut him open to rule cause of death. What the hell was that? Don't worry, it's just gas. No, no! It's reanimating. You want to cut it in the coroner's office, you're gonna have to lose the nerves. I've been around cadavers. This isn't right. Well, fresh is different. The ones you've seen have been on the shelf for a week. You can still smell this guy's breakfast. If you say so. Ah, the things I've seen in this place. Grown man you could fit into a sandwich bag. Bodies that are more maggots than flesh. This gas bag here is a blessing. Get ready with the bone saw. Ah! Oh, Jesus! Get back from the dead, motherfucker! Come out! Hands in the air! Come on. Might be in the other room. Give it up! Come on. Okay. That don't look right. Guess you can't judge a corpse by its toe tag. I found the toe tag. Ferdinand Karamov. It's on some big black lady. Definitely not your guy. Okay. The agency have the lower floors on lockdown to prevent a leak. I got a guy who can cut the power to give you some help. But you'll have to get upstairs if you're gonna get out. Okay, das war schnell. Hier kommt jetzt eine Schrotflinte, glaube ich. Nee, doch nicht. Okay. What the fuck? I'm reloading my weapon. I don't know what's going on here, but I want the fuck out.
So. Leckt mich, Freunde. Wie viel Munition haben wir denn? 90-12, das ist gut. Deine Waffen sind in einem schwarzen Müllsack und beweist mit dem Raum im obersten Stock. Okay. Wie komme ich... Warte mal, hier, hier, genau. Okay. So. Leck mich. Wo muss ich lang? The store is alarmed, okay. Das ist weiter oben. Ach, das ist alles weiter oben. Na gut, dann sagt man das doch. Dann gehen wir doch mal... Du sollst nicht schleichen, Michael. Es bringt eh nichts mehr zu schleichen jetzt. Fresse. Boah. Mal diese Cops. So, hier sind wir. Wir hatten ja eh nicht viele Waffen dabei, ne? Oh doch, hatten wir. Damit lässt sich doch schon mal eher arbeiten. Wo müssen wir lang? Schieß das Fenster auf und entkomme. Oh oh. Au. Boah, da ist Michael aber hart, ne? Okay, nehmen wir das Auto hier. Sieht schnell genug aus. Alter, 3 Sterne. Oh oh. Alter, weg hier, weg hier, weg, 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 weg. Okay, der Heli macht mir Sorgen. Der Heli könnte gefährlich werden. Oder auch nicht, wenn wir ihn abhängen. Oh. Komm schon, komm schon, komm schon. Okay, wir sind sie los. Zumindest sichtweise. Gut. Soll das so beibehalten werden? Wo fahren wir lang? Hier lang. Das Auto ist schön. Ist mir auch das Einzige, was mir gerade einfällt. Und hier lang. Na komm schon. Wir sind ja doch gleich los. Oh, bitte nicht, bitte nicht, bitte nicht da oben. Bitte nicht. Und weg. Yes. Hey, Mike. F. Hey, we need to talk. Quick. Meet me at those oil derricks just outside town, El Burro Heights. And make sure you're not tailed. Man, that don't sound too good, homie. Look, I'm on my way. Gut. Oh. Dave, the hell was that? You know how many spooks I just ran into? I'm sorry. They're not nice people if that's a consolation. What's going on? There's a big target out there. Something in the shadows. The data algorithms are reading off the charts. Whoever finds it, the Bureau or the agency, is gonna get a big bump in funding. Like I care about your funding. I'm out, Dave. You're not. I need you to meet my boss. We'll be downtown in the plaza between the FIB and the IAA buildings. The IAA building? You fucking kidding me after the spat I just had with those agency men? Relax. They won't be looking there. They never expect an inside job. Na, wenn das mal so stimmt. Ich bin mir ja da nicht so sicher.
So, müssen wir lang hier oben, ne? Tja, und was wir jetzt mit Franklin vorhaben, das würde mich ja auch mal interessieren. Aber das sehen wir erst in der nächsten Folge. Bis dahin.